Boing, 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 juhu, neue Challenge! Oh ja, Vitamine, du machst schon die nächste Challenge. Heute spielen wir mal Minecraft, aber jeder Sprung wird höher. Oh wow, ja! Warte, weil du sollst nicht springen! Oh Mann, stimmt, du hast ja recht. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, heute spielen Vitamin und ich mal zusammen eine richtig coole Minecraft-Challenge. Wir spielen heute mal nämlich Minecraft, aber immer wenn wir springen, wird der Sprung höher, höher, höher und noch höher. Und ich bin mal sowas von gespannt. Und ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie zwei, dreimal gesprungen. Kann das sein? Ja, wir sind jetzt schon mega hoch. Ich glaube, wir sollten nicht mehr springen, sondern erstmal uns irgendwie Holz beschaffen, damit wir uns eine kleine Hütte bauen können. Oh ja, okay. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Freunde. Da würde ich sagen, wir bauen jetzt Holz ab. Wir dürfen wirklich nicht so viel springen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit springen, dann springen wir bis, keine Ahnung, zum Mars oder irgendwie sowas. Oder bis zum Jupiter. Oder bis zur Sonne. Dann sind wir gegrillte Schnitzel. Ja, das wäre nicht so lustig. Ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Aber, oh Mann, ich muss diesen Baum abbauen. Ich muss noch einmal springen, Vitamine. Nein, bitte nicht, Senti, bitte. Oh Gott. Und ich bin gesprungen. Oh. Das bedeutet, Freunde, jetzt noch höher als vorher. Mann, Senti, ist das dein Ernst? Tut mir leid, was soll ich denn machen, ey? Soll ich auf den Boden kriechen oder was soll ich tun? Ich kann auch nicht mehr springen. Weißt du, was ich machen muss? Ich muss mich hier irgendwie durchbauen. Oh, ja, stimmt. Wir können die Maulwurf-Taktik machen. Dann craften uns mir hier so am Anfang so ein kleines Schwert und natürlich eine Spitzhacke. Und oh mein Gott, ich weiß nicht, soll ich mal einmal als Test springen, wie hoch wir jetzt schon springen? Senti, wenn du springst, dann springen wir noch höher. Oh ja, du hast recht. Juhu! Oh mein Gott, Freunde, habt ihr schon meinen Sprung gesehen, wie hoch ich gesprungen bin, ey? Ja, das bedeutet, wir sind schon viel höher als am Anfang gesprungen. Okidoki, dann würde ich sagen, so haben wir alles gecraftet. Wir craften uns noch so. Immer höher springen. Irgendwann sind wir so hoch, dass wir sterben, wenn wir so hoch springen. Oh ja, deswegen müssen wir so schnell wie möglich eine Höhle finden und uns einen Wassereimer machen. Okay, ich komme ja schon. Oh nein, wir müssen springen. Los, Senti! Wow! Oh mein Gott, Freunde, ich springe auch und let's go! Wir springen jetzt schon hoch und die Challenge geht gerade erst jetzt los. Eieiei, Freunde, das kann ja noch wirklich eine super coole Challenge werden. Okay, Höhle, Schnüffel, Vitamine, Schnüffel, los! Aber Senti, wir dürfen nicht mehr die Blöcke runterlaufen. Wir sind jetzt ganz hoch. Noch höher können wir nicht gerade. Bist du dir sicher? Ja, ich hoffe, hier ist irgendwo eine Höhle auf der Ebene. Aber Freunde, weit und breit keine Höhle. Ich glaube, wir müssen springen. Okay, wir müssen springen. Oh ja, Freunde, springen. Da müssen wir erstmal hinspringen. Okay, du musst es schaffen. Oh Gott, Freunde. Und Höhe. Warte mal, wie, hier ist keine Höhle? Du hast gesagt, hier ist eine Höhle. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Oh mein Gott, Freunde, das kann nicht sein. Wir holen uns hier so ein bisschen Essen. Komm, Mr. Hühnchen, zack, zack, perfekt. Hol auch ein bisschen Essen. Oh, ja, sehr, sehr gut. Und warte mal, ist hier? Nee, okay, hier ist doch keine Höhle. Aber wir werden früher oder später, keine Sorge, Senti, schon eine Höhle finden. Ach, hier vielleicht? Nee, hier sind nur Pferdehaufen. Hey, Pferde. Hier ist eine Höhle, oder? Oh, yeah. Oh, ja, du hast wirklich eine Höhle gefunden. Oh mein Gott, Freund. Okay. Reinspringen? Warte mal, ja. Oh mein Gott, ey, nicht, dass du stirbst oder so. Probierst du mal als erstes aus. Oh, nein. Und du hast überlebt. Wie viele Herzen? 3 Herzen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir springen jetzt auf und wow, ab geht es. Und hey, ich habe 8 Herzen. Aber Senti, schau mal. Hier, oh mein Gott, ich habe gleich die Höhle, dass es weitergeht, gefunden. Oh ja, dann runter und wow, was eine Höhle, Vitamine. Was eine krasse Höhle wir gefunden haben. Was ist das denn für eine Höhle hier unten? Warte, du musst deine Schnüffelnase aktivieren. Hier geht's hundertprozentig weiter. Und Schnüffelnase hatte recht, gefunden. Oh ja, sehr, sehr gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, oh mein Gott, ey, ich bin aus Versehen gesprungen. Oh, das war nicht gut. Wir dürfen echt nicht springen, aber man springt so automatisch immer, weil, ja. Hier unter der Höhle dürfte uns ja eigentlich nichts passieren, weil wir eh nicht mitkriegen, wie hoch wir springen können. Oh ja, okay, hier ist es gut, aber wenn wir rauskommen, dann werden wir ultra hoch auf einmal springen, du weißt schon, ne? Dann werden wir bis zum Mars fliegen und ich habe jetzt schon 3, 4, 5 Eisen. Okay, perfekt. Wir müssen auf jeden Fall Wassereimer machen, dass wir mir ganz hoch springen, dass wir uns, weißt du, mit dem Wassereimer retten können, okay? Hä, alles gut bei dir? Oh, ich dachte, ich bin ein Schweinchen. Oh mein Gott, Senti, langsam mutiere ich, glaube ich. Wie, du bist ein Schweinchen, werden ein bisschen Gras hüpfen oder ein kleiner Flummi oder sowas. Ja, ich hole das Eisen. Ja, warte mal, war das jetzt nur 1 Stück oder wie? So, ich mache den Ofen, aber, Freunde, uns fehlt noch die Kohle. Das heißt, Senti, du hast ja einen Ofen. Ja, alles gut. Ey, hast du noch einen Ofen gebaut? So, oh Mann, ich habe dir auf jeden Fall schon mal das... Kohle! Oh ja, Freunde. Eisen.
Sehr, sehr gut. Nimm das ganze Eis mit, aber wir müssen jetzt hier hochkommen. Wir müssen jetzt springen, weißt du? Oh nein. Komm, wir springen einfach die ganze Zeit. Bam, bam, hey, bam, bam, stopp, 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 Vitamine. Nein, 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 das hättest du nicht machen sollen. Hör auf damit sofort. Doch, Sandy, schau mal. Guck mal, wir können doch springen wie die Japaner. Oh Gott, wenn wir aber oben sind, ey, dann wirst du bis in die Luft fliegen. Hör auf, Vitamine, hör auf, hör auf, hör auf. Wirklich, ey, mach darüber keine Witze. Wir müssen immer wenig springen. Sandy, komm, wir springen weiter. Oh. Wir müssen natürlich nach oben. Eieiei, Freunde, das kann ja was werden. Ich glaube, oben werden wir bis zum Himmel dann fliegen, weil Vitamin die ganze Zeit gesprungen ist. Okay, wie viel Eisen haben wir denn schon bis jetzt? Hier, bitteschön. Oh ja, danke, danke, danke. Und ein Eisen habe ich übrig. Oh ja, sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir können daraus jetzt gleich auf jeden Fall Eimer machen. Wir brauchen Kohle da drin, Senti. Oh ja, stimmt. Okay, gut, ich kann die Kohle da reintun. So, Freunde, perfekt. Dann brät das Eisen auf jeden Fall schneller. Und wir springen, oh Gott, wie soll man das am besten machen? Wir springen noch einmal. Weiter. Hör auf, wirklich, wenn wir oben gleich sind, dann gibt's Ärger. Und Eimer Nummer 2 für Vitamin, hör auf zu springen, bitte. Hör einfach auf. Das ich glaube, wird nix. Was machst du denn? Eimer? Ja, um Wasser zu holen für draußen. Du weißt schon. Komm. Ganz, ganz schnell. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir auch brauchen. So, Freunde. Wo ist der Ausgang? Eine Eisenspitzhacke, Sandy, die brauche ich unbedingt für meinen Teddybär, den ich bald baue. Okay, Freunde. Wir haben uns auf jeden Fall auch noch ein Eisenschwert gecraftet. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Komm jetzt schon, Sandy, raus hier. Oh ja, ich komme hier schon. Okay. Oh mein Gott, okay. Ich glaube... Aber Sandy, so easy bin ich aus einer Insel rausgekommen. Oh, Freunde, wow, was geht da? Wie hoch springen wir denn schon? Wo bist du denn? Okay, Freunde. Wir holen uns jetzt auch ganz, ganz viel Wasser. So, perfekt. Und hiermit werden wir jetzt ultra... Oh mein Gott, hochspringen. Komm schon. Und ich hab's geschafft, Vitamin. Wir müssen jetzt richtig aufpassen, weißt du? Oh ja, los. Vitamin. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Okay. Und jetzt bin ich dran. Wir machen abwechselnd. Und zack, zack, zack. Freunde, es wird immer höher. Der Sprung wird immer und immer höher. Und easy, auch geschafft. Was machen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit hier? Springen. Los, spring jetzt. Okay. Warte mal, meinst du, ich schaff's mit einem Sprung auf das Gebirge hier rauf? Ich glaube schon. Wie sollen wir gleichzeitig springen? Oh mein Gott. Hast du so... Oh mein Gott, okay, Freunde. Ich nehme ein bisschen Anlauf. Ich glaube, dann kann ich es bis nach oben schaffen. Komm schon. Und springen. Und ich habe es geschafft, Vitamine. Boom. Wow, ja. Oh mein Gott, Vitamin, wir dürfen aber nicht so viel springen, ey. Das kann doch nicht sein. Mann, okay. Wenn wir jetzt noch weiter springen, Sandy, fliegen wir kilometerweise hoch. Ich habe dir doch gesagt, wir sollen nicht die ganze Zeit springen. Aber wir müssen hier noch runterspringen. Warte mal, denkst du, wir können da in den See reinspringen? Warte mal, wir probieren's und... Oh mein Gott. Okay, Sandy, das schaffen wir nicht. Nein, bitte. Und? Oh, hast du es geschafft? Okay, warte, ich probier's und... Lass das Wasser da. Autschi, ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Ja, wow. Einen Block habe ich verfehlt. Oh mein Gott, Freunde. Aber ich zeig dir mal, dass ich das kann. Guck mal, was ich jetzt mache. Mit einer Umdrehung in der Luft. New, zack, zack, zack. Wir drehen uns die ganze Zeit. New. Und jetzt der Wasser-MLG. Oh, Sandy, wir fliegen aber jetzt schon so nach oben. Du bist einfach so ein orangener Punkt ganz oben. Was geht da? Okay. Hat das so überlebt. Oh mein Gott. Mal schauen, wie als erstes fällt. Also ich habe schon einen Abzug bekommen, okay? Was ist, wenn ich hier in das Wasser springe? Nein. Das darfst du nicht. Wir springen über das Wasser. Oh mein Gott, Freunde. Wir springen bis an die Sonne schon fast. Okay. Drück mir die Daumen und ich hab's geschafft. Okay, jetzt bist du dran. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein, ich bin aus Versehen einfach so gesprungen. Oh Gott, Freunde, komm schon. Oh nein. Wer will das schaffen? Und ich hab's. Oh mein Gott. Ich bin hier wieder. Oh ja, sehr, sehr gut. Los, jetzt zeig mal, wie der Profi das macht. Schaffst du das? Wer ist der Profi? Ich natürlich. Oh mein Gott, Freunde, wie hoch wir schon springen. Ich sehe dich was gar nicht mehr. Das war's mit dir, ey. Freunde, erinnert dich noch ganz an den Anfang. Das ist mir einfach nur einen Block hochgesprungen. Aber Freunde, schreib auch mal jetzt gerne in die Kommentare, was für eine Challenge möchtest du als nächstes sehen. Das würde dich super toll interessieren. Und wenn du für mehr Challenge-Videos bist, dann lass ein Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt vielleicht das Video liken, Freunde. In 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben. Dann gibt's auf jeden Fall auch mehr Challenge-Videos. Und ich bin schon gesprungen. Oh mein Gott, ausgetrickst. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe es wieder nicht geschafft. Warte mal, wieso denn? Guck mal, Sandy, ich habe die Challenge ausgetrickst. Hier im Wasser passiert mir nichts. Das heißt, ich muss hochschwimmen wieder nach draußen. komm raus, du kleine Ente. Aber Sandy, komm mal mit. Oh nein, ich springe. Jetzt mache ich auch manchmal. Ich drücke einfach auf Springen, obwohl... Oh, wird er es schaffen. Und Vitamine Fantastico. Sehr, sehr guter Sprung, muss ich sagen. Aber Sandy, warte, ich will dir ganz kurz was zeigen. Und was denkst du, schaffen wir es mit einem Sprung dort drüben auf diesen kleinen Berg?
Berg da. Oh ja, wir können es probieren. Okay, dann würde ich sagen, wir springen gleichzeitig hoch, okay? Okay, ich bin so gespannt. Drei, los, eins, warte, eins, zwei und drei und los. Oh mein Gott, Vitamine, guck mal über dich. Hallo, ich bin hier. Hallo. Oh nein. Ich hab's geschafft. Und was? Ich bin nochmal aus Versehen gesprungen. Und ich bin Oh, ich schlage dich in der Luft. Oh mein Gott. Und ich hab's nochmal geschafft. Ich bin einfach ein Profi. Was, oh. Mach das Wasser dahin. Nein. Du hast auch geschafft. Was, oh, ich bin nochmal geschrungen. Ich spring die ganze Zeit aus Versehen. Ich sehe nichts mehr. Sandy, Fantastico. Und den Block setzen. Oh. Easy, hey. Was wolltest du machen? Was solltest du machen, Vitamine? Was wolltest du machen? Hey, warte mal. Hier ist doch Wasser. Oh ja, okay, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, komm mal nochmal ganz oben auf die Bergspitze. Dann können wir von hier aus nach ganz oben springen. Der weiteste Sprung, den ihr jemals gesehen habt, Freunde. Oh ja, komm. Oh mein Gott, Sandy, guck mal nach oben. Hallo, warte mal. Eine fliegende Orange ist in der Luft. Oh mein Gott, gerade noch so überlebt. Okay, dann würde ich sagen, ey, Vitamin, ich muss wieder nach oben hüpfen. Dann würde ich aber sagen, sollen wir jetzt gleichzeitig springen, den höchsten Sprung, die Minecraft-Welt jemals gesehen hat. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, dann würde ich sagen, bei drei, eins, zwei und drei. Oh mein Gott, Vitamin, hier bin ich. Oh, ich hab dich geschlagen. Freunde. Und ich hab's geschafft. Oh, meine ich auch gerade so. Hey, warte, du hast dich nach oben geschleudert. Was? Wie ging das denn? Du hast dich einfach nach oben geschleudert. Ey, warte mal. Wieso schleuderst du mich nach oben? Was ist das denn? Wenn man den anderen schlägt, dann wird der irgendwie nach oben geschleudert. Wie cool. Autsch, ich bin gestorben. Das war auch cool, Freunde. Ich glaube, das war doch ein gutes Ende. Wir schlagen noch Vitamin einmal. Ich will dich auch mal nach oben schlagen. Wieso schlägst du mich die ganze Zeit nach oben? Und, komm schon. Und? Du fällst einfach nur runter. Was ist das denn? Setti! Okay, aber ich denke mal, Freunde, oh mein Gott, das soll es mit der heutigen Challenge gewesen sein. Wir haben einfach Minecraft gespielt, aber jeder Sprung wurde einfach höher. Das war wirklich zu lustig, ey. Und ich bin wieder gesprungen. Aber da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Celtics-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.